wird das Programm kürzer und auch verständlicher, wie ich finde. Es werden hier Zahlen, die beiden Zahlen abgefragt. Und hier ist jetzt mein Hauptprogramm. Und hier sehen wir, gibt es ein Break Hauptprogramm. In dieser ersten Schleife wird jetzt Zahl 1 betrachtet. Die letzte Ziffer von Zahl 1 hier. Und in dieser zweiten inneren Schleife wird die zweite Zahl betrachtet. Und die letzte Ziffer von Zahl 2. Jetzt werden die Ziffern verglichen, jeweils die letzten Ziffern verglichen. Und wenn dieser Vergleich true ergibt, wird ausgegeben, enthalten gleiche Ziffern. Und dann steht hier Break Hauptprogramm. Mehr wollen wir ja gar nicht wissen. Wir wollen ja nur wissen, ob die zwei Zahlen gleiche Ziffern enthalten. Und dann kann das Programm auch beendet werden. Break Hauptprogramm führt dazu, dass die Schleife, die hier mit Hauptprogramm betitelt ist, belabelt ist, verlassen wird. Das heißt, das Programm springt an diese Stelle, verlässt also die äußere Schleife und das Programm ist damit beendet. Wenn keine gleichen Ziffern hier gefunden wurden, die beiden letzten Ziffern sind nicht gleich, dann wird die zweite Zahl durch 10 dividiert und es wird jetzt die vorletzte Ziffer der zweiten Zahl verglichen mit der letzten Ziffer der ersten Zahl und so weiter. Wenn die innere Schleife beendet ist, wird, das ist dann der Fall, wenn die zweite Zahl komplett durchsucht wurde, dann wird hier die erste Zahl durch 10 dividiert, das heißt, die letzte Ziffer ist jetzt betrachtet worden und kam nie in der zweiten Zahl vor und es wird hier durch 10 dividiert und dann weitergemacht. Wenn ich hier nur Break hingeschrieben hätte, wäre Folgendes passiert. Das Break führt dazu, dass die innerste Schleife verlassen wird. Das heißt, wenn hier das Hauptprogramm gefehlt hätte, wäre durch dieses Break nur die innere Schleife beendet worden. Die äußere Schleife wäre weitergeführt worden. Dann halt durch die äußere Schleife, dann wird ja auch irgendwann ja wieder die innere Schleife gestartet. Mit dem Break Hauptprogramm wird aber diese äußere Schleife jetzt beendet und das ist ja das, was ich hiermit auch bezwecken will. Sie sehen, wenn Sie diese beiden Programme, Ziffern ohne Break und Ziffern mit Break, vergleichen, der Einsatz von Break kann dazu führen, dass Programme doch deutlich kürzer und verständlicher werden. Insbesondere spart man sich diese boolsche Variable gefunden, die eigentlich ja gar keinen richtigen Sinn und Zweck ergibt beim Lösen des gestellten Problems.